gerade beim Arbeitsinspektorat finde ich schon also sehr, sehr erstaunlich, dass diese Regeln, ich sage, für Privatunternehmer gelten, für die öffentliche Hand nicht und schon gar nicht fürs Arbeitsinspektorat selbst. Und das Arbeitsinspektorat selbst soll mal hinterfragen, warum diese Vorschriften für sie selbst nicht gelten. Ganz einfach, weil sie wissen, dass es nachher gar nicht mehr möglich wäre, das Amt zu betreiben.